trip. I'm so excited. But let's keep it together. At least until the first death. I hope your front door is locked and your phone is switched off. It's match time. And nothing can come in the way of a head coach and his Blood Bowl. Ja, hier wieder beim Quali und wir spielen das erste Mal eine Runde Blood Bowl 2. Ja, heute released worden. Ich hoffe, ich kriege den Upload auch heute noch hin, bevor ich zur Arbeit muss. war ich ziemlich heiß drauf auf das Spiel. Hab's ein bisschen kurz gerade auch schon mal angespielt. Ich muss sagen, vom Gameplay her ist es nicht so gut wie das erste. Aber das sage ich euch wahrscheinlich später nochmal. Wenn wir das im Spiel sehen, kann auch sein, dass ich das jetzt einfach gewohnt bin vom ersten Teil und dass man sich daran gewöhnen wird. Die Grafik ist natürlich um einiges besser. Das alte Spiel ist ja nun auch schon fast 5 Jahre oder so oder sogar noch älter alt. Gut, wir spielen, drücken Enter. To Cabal Vision for a crazy session of Blood Bowl. We're talking crazy. Ja, das sind unsere Moderatoren. Bob Biffert heißt er, glaube ich, und ich weiß gar nicht, wie der Vampir heißt. Ah, Jim steht ja vorne auf seiner seinem Schild. So, wir haben jetzt die Möglichkeit, wir können die Kampagne spielen. Das ist nicht so wie im ersten Teil. Wo man verschiedene Wettbewerbe auswählen kann und so, was ihr in meinem Let's Play auch gesehen habt vom ersten Teil, sondern ganz schlicht und einfach, dass wir uns da quasi als Coach unsere Lorbeeren verdienen müssen. Mache ich vielleicht sogar als einzelnes Playthrough. Wir wollen allerdings für jetzt erstmal, um das Ding ein bisschen kennenzulernen, erstmal in einer Liga spielen, und zwar Solo-Liga. Und ich habe hier noch kein Team. Übrigens auch lustiger Avatar für mich. Ein kleiner Halbling. Und wir erstellen dann jetzt mal ein Team. So, wir haben verschiedene Rassen. Wir haben auch nicht so viele Rassen wie in Blood Bowl 1, aber die werden wahrscheinlich als DLC irgendwie nachgereicht. Wir haben Menschen, wir haben Orks und hier mal schön auch aufgeführt Stärken und Schwächen. Das Spike Magazine Trophy was forged in Hellfire, deep beneath the blighted ziggurat of Tsar Nagrund. Many slaves died to create it, but then it was the lowest bid. Manchmal werden sie mir hier zwischen quatschen, die beiden. Leider auch keine deutsche Sprachausgabe. Finde ich auch ein bisschen blöd. Aber gut, da hatten sie beim ersten Teil halt auch das Problem, dass sie verschiedene Synchronsprecher für Bob hatten. Na gut. Fertigkeitsstufen. Ich weiß nicht, wer das hier eingeteilt hat. Irgendwie hier Menschen dass sie besonders einfach zu spielen sind oder besonders schwer. Ich weiß gar nicht, was es da irgendwie heißt. Orks, Zwerge anscheinend hier super stark. Sind sie auch allerdings so geschwind wie Schnecken? Naja, ich habe ein bisschen in den Foren gelesen, dass in der Beta die Online-Ligen total zwergenverseucht waren, dass da irgendwie super viele Leute Zwerge gespielt haben. Ich mag Zwerge in Blood Bowl nicht so, sind mir einfach zu langsam und können zu wenig Pässe spielen. Also von daher werde ich die wahrscheinlich nicht spielen. Wir haben Skaven, also die Rattenmenschen. Hier auch irgendwie sehr schön. Irgendwie grafisch ist das Ganze alles ein bisschen richtig hochwertiger gemacht. Natürlich muss er jetzt auch irgendwie Hochelfen haben wir. Die klassischen hohen, hochnäsigen Elfen. Auch anscheinend ein ziemlich starkes Team. Wir haben die Dunkelelfen. Ja. Beide Elfenteams, das große Problem, sie haben keinen Big Guy, habt ihr ja gesehen. Also keinen stämmigen... Bathroom facilities have only been built in modern stadia since the last decade. Before that, the waste was well, actually no one knows where it went. Ja, die Kommentare sind immer noch ziemlich witzig, also das ist auch wenn sie auf Englisch sind. Es gibt nachher auch Untertitel während dem Spiel, also falls ihr kein Englisch sprecht,
Gut. Wir haben Bretonen, das ist eine neue Rasse, die kenne ich noch gar nicht. Bin gespannt, werde ich auch irgendwann mal vielleicht anzocken. Bretonen habe ich wirklich noch nie gesehen auf dem Blood Bowl-Feld. Und ich habe schon einige Partien Blood Bowl gespielt, die gab es auch im ersten Teil, glaube ich, überhaupt nicht. Ein wenig zerbrechlich, wenn es gegen rustikalere Teams geht, das klingt schon mal schlecht. Sind nicht die gewandtesten, klingt auch schlecht. Sind teuer und unverzichtbar, ist auch schlecht. Billige Linienspieler, okay. Fühlt sich bei Schlägereien zu Hause, das kann ich mir nicht denken, wenn sie zerbrechlich sind. Blitzer kommen fast komplett alleine klar. Naja, werde ich mir irgendwann mal angucken. Dann hier Chaos, das kennt ihr ja schon. Anscheinend auch relativ schwer zu spielen. Anfangs kaum Fertigkeiten, ja, das haben wir auch schon gesehen. Aber allerdings im Late Game sind sie richtig krass. Nicht die besten, wenn es darum geht, den Ball zu spielen. Ja, das halte ich für ein Gerücht. Also die können auch schon, die sind halt normal. Ne? Minotaurus kann wichtige Aktionen verweigern. Ja, das haben wir auch gesehen in unserem anderen Let's Play. Stärken wie geschaffen fürs brutale Abschlachten von Gegnern. Ja, genau das wollen wir ja tun. Leichterer Zugang zu Mutationsfähigkeiten, auch das ist cool. Und überdurchschnittlich stark, auch ohne Fähigkeiten. Genau, das haben wir. Magic Sponges really magical, Bob? That's a trade secret, Jim. So, wir erstellen ein Chaos-Team. Wie auch schon gesagt, wie auch schon in unserem ersten Let's Play. Vielleicht hänge ich eins an, wo ich irgendwie ein mehr passorientiertes Team irgendwie spiele. Ich habe auch nicht so viel Zeit, aber ich habe auch momentan so viel Bock auf das Spiel. So, natürlich haben wir hier die Nerdpol Chaos Squad wieder am Start. Und gibt das Teammotto ein, natürlich Have Fun. Überhaupt nicht inspiriert von mir. So, jetzt haben wir Team Logo, können wir mal gucken, was haben wir denn hier Schönes, Neues. Sieht ein bisschen Nossi-mäßig aus hier. Ich glaube, sowas hatten wir in dem ersten Teil. War auch nicht schlecht. Ich glaube, den hatten wir. Als Schädel. Aber es gab auch irgendwo Buchstaben, glaube ich. Gab es Buchstaben? Wenn es da ein N gibt, wäre es cool. Hier haben wir Buchstaben. G, P, Y, T, R, U, W, V. Leider kein N. Schade. Was nehmen wir denn dann? Ein Apfel? Was ist das für ein Chaos-Team? Ich nehme hier so ein Piratenzeichen, das wäre ganz cool. Trikot. Furballs. Okay, das ist die Farbe des Trikots. Was nehmen wir denn da? Wir nehmen natürlich Nerdpol Blau. Ne? Eisblau. Gibt es auch anderes Blau? Ne, Gold. Kabal. Weißblau sieht auch nice aus. Ne? Ah, den kann man auch noch drehen. Sehr gut. Weißblau. Mordheim. Blood Bowl 1. Und Schwarz. Nee, da ist mir zu viel Grün drin. Blutrot, lila. Nehmen hier so ein Eisblau, das ist für den Nerdpol, glaube ich, gar nicht so verkehrt. So, und klicken auf Weiter. Jetzt können wir uns auch noch ein Stadion aussuchen, das ist neu. Gab es in dem ersten noch nicht so. Ne, was nehmen wir denn da für einen Namen? Stadion Nerdpol natürlich. Nerdpol. Und wir haben ja entweder ein Untergrundimperium, wir können eine Einöde nehmen, wir können die alte Welt nehmen, wir können Naggaroth, also die Elfen, Dunkelelfenwelt nehmen. World's Edge Mountains, sieht so ein bisschen wie eine Zwergenstadt aus. Unterimperium, das sieht so Skaven-mäßig aus. Das ist orkig. Alte Welt sind wahrscheinlich Menschen. Gibt es keine Chaos-Stadion? Isn't that the company that you owe a great deal of bad gambling debts to? That has nothing to do with my spontaneous endorsement.
Wir können auch, glaube ich, wie ich das richtig gesehen habe, auch das Stadion nachher ausbauen. Ich finde die Einöde, also dieses orkige Stadion, passt ein bisschen zum Chaos. So, erstellen. Deine Assistenten können für die Spieler und Personal, das wollen wir natürlich nicht, wir wollen das natürlich selber machen. So. So, jetzt sind wir jetzt wieder dabei. Ich glaube, mit unserem letzten Start haben wir eigentlich ganz gut Sachen angefangen. Ich würde vielleicht ein paar andere Namen geben und ein bisschen nach Leistung gehen aus dem ersten Let's Play. Ja. Da hatten wir Bero ja als Minotaurus Let's gekauft, der auch ein bisschen bockig war. Vielleicht downgraden wir Bero als Tiermensch und kaufen nochmal einen Tiermensch. Kann man die denn auch umbenennen? Hier. Ah, hier. Okay, das ist der Tiermensch. Ah, man kann jetzt auch noch hier andere Köpfe. Sehr nice. Boah, da gibt es ja richtig viel Auswahl. Nice, nice. So, was nehmen wir denn? Was passt denn zum Bero? Bero ist ja so ein bisschen hier... Ich hab gedacht, der wär so blind, aber das, weil der Bero hat ja ein bisschen Sichtprobleme manchmal. So ein abgebrochenes Horn hat der Bero nicht, nee. Nehmen wir mal den Kopf 1 für Bero. So, weil der Bero, der hat ja mal auch Football gespielt, der muss auf jeden Fall dann auch ins Team. So, den kaufen wir. Was ich ein bisschen blöd finde, ist, dass man zuerst Spieler kaufen muss und dann erst sich Wiederholungswürfe und so kaufen muss. Wir könnten jetzt hier mal zum Beispiel die Käufe bestätigen, dann können wir jetzt sehen, wie viel das kostet. 60.000 kostet das. Aber wir können jetzt nicht hier welche kaufen, dann zurückgehen, weil dann wird das alles wieder irgendwie gelöscht. Gut, wir kaufen noch einen Tiermenschen und zwar... den zweiten Footballer auf dem Nordpol, den Cartman. So, den hatte ich ja als letztes als Chaoskrieger eigentlich gekauft, aber heute wird er ja auch downgegradet zum Tiermensch. Hier mit so einer Tolle. Yeah, mit so einem Iro. Sieht doch cool aus. Das ist der Cartman, den nehmen wir mit. So, dann nehmen... Wir hatten zwei Chaoskrieger, glaube ich, am Anfang, ne? Kaufen wir wahrscheinlich später so als Leute so. Wir kaufen. Ups. Den letzten entfernen. Wir müssen halt zuerst natürlich hier Pilzerpelz. Nee, Pilzerpelz heißt er nicht. Der heißt Umbreon. Der auch downgegradet wurde. Er war ja vorher Chaoskrieger. Jetzt ist er nur noch Tiermensch. Für einen Chaoskrieger, lieber Umbreon, hast du viel zu wenig Leute zerschlagen. So, wie sieht er denn aus? Hier so ein... Hier so mit vier Hörnern. Ein toller haben wir schon. Abgebrochenes Horn. Hier so mit so gewellten Hörnchen. Das sieht doch gut aus. Das ist der Umbreon. Kaufen wir. So, und dann kaufen wir natürlich den zweiten downgegradeten Chaoskrieger, den Engai. Die konnten haben sich ja beide nicht mit Ruhm bekleckert hier. Und hier so ein... kann er mal seinen Charakter aus Wechselbalk mal richtig verkörpern hier. So, kaufen wir auch. Zack. Dann kaufen wir natürlich Koali. Ja, den muss es auch geben. Der hat hier so ein abgebrochenes Horn. Der abgebrochen, wie er nun mal ist. Dann kaufen wir auf jeden Fall weiter Backfisch. Und die war ja unser Ballhändler. Mal sehen, wie sie sich hier entwickelt. Hier so. Ist das nicht dasselbe, was wir bei Umbreon hatten? Ich weiß es nicht. Kopf 4. Ja, nehmen wir das mal. Und noch ein Tiermensch. Den Nox Monster, der hat sich so tiermäßig beschwert, dass er einen Tiermensch spielen muss, den lasse ich mal raus. Der würde gerne ein Zwerg sein, den gibt es aber leider in unserem Team nicht. Außerdem hat er auch ziemlich schlecht performt. Ne? Wen nehmen wir denn noch? Ich hatte, glaube ich... Moment, ich muss mal eben kurz... Ich hatte Anfragen. So, zack. Gehe ich mal in den Nerdpool. Da hatte mir jemand eine Anfrage geschickt.
Und zwar der gute Samur. Der wollte ein Chaoskrieger oder ein Minotaure sein. Hm, also kein Tiermensch. Okay. Dann machen wir dann gleich. Und hatten wir noch jemanden irgendwie, der den Thread gepostet hatte? Ich guck mal eben nach. Jetzt muss ich natürlich den Thread erstmal wieder finden. Super Vorbereitung, Koali. Ja, ja. Nicht im Stream-Archiv. Wir waren hier. Ups. Bum-bum-bum-bum-bum. Nee, da habe ich es auch nicht reingepostet. Verdammt, wo habe ich das denn hingemacht? Hier rein? Ja, Tatsache. Okay, haben wir denn hier noch Leute, die sich gemeldet haben? Der Max hat sich beschwert. Einfach nur A als Tiermensch. Einfach nur A wollte der Ball sein. Ja, okay, das lässt sich machen. Zwergenpaladin hat sich auch beschwert. Ah, der Koriminus hier. Der Koriminus möchte ein Tiermensch sein. Hier, Koriminus. Perfekt. Koriminus möchte ein Tier... Ah, komm, hier. Koriminus. Ey, warum nimmt er das nicht? Koriminus. So. Alles klar. Der sieht aber ein bisschen anders aus als so. Hm. So, kaufen wir. So, noch ein Tiermensch. Haben wir denn noch einen im Thread, der sich gemeldet hatte? Samur hatte sich gemeldet, das ist klar. Backfisch hat sich beschwert. Der Onkel Ray wollte ein Cheerleader sein. Kriegen wir auch hin, aber allerdings nicht am Anfang. So, ja, dann nehmen wir doch noch jemanden aus dem... Mishka, der war nämlich ziemlich gut als Tiermensch und der ist auch so, ist in Ordnung, kaufen wir. So, einen Tiermenschen brauchen wir noch. Kaufen wir... Wer war denn noch gut in dem ersten? Der Mishka war ziemlich aufgewertet. Beanie war ziemlich schnell kaputt, den können wir auch aussortieren, denke ich. Löffel war, glaube ich, noch ganz gut, ne? Plastiklöffel. Wie sieht denn Plastiklöffel aus? Nehmen wir mal hier Kopf 1. So. So, und jetzt Chaoskrieger. Samur wollte Chaoskrieger sein. Samur, bitte. Gucken wir mal, was nehmen wir denn für einen Kopf? So, was haben die denn hier für krasse Köpfe unterwegs? Ah, so einen Totenkopfmäßigen. Den nehmen wir mal, kaufen wir. Und einen Chaoskrieger brauchen wir jetzt noch. Hm, wen nehmen wir denn da? Ich doch mal. Ein bisschen andere Leute nehmen, als wir bisher hatten. Ich glaube, ich könnte den einen, der chaotischste auf dem Pol, der auch gerade gar nicht aktiv mehr ist, ist der Frank, oder? Frank als Chaoskrieger passt doch. So. Und eigentlich mit einer Bero nehmen müssen hier. Die können ja gar nicht gucken hier durch die ganzen... hier, Frank mit so Hörnern. Läuft. Kaufen wir. Haben 11 Spieler. Bestätigen die Käufe. Und haben jetzt noch 1, 2... 3, 4 Wiederholungswürfe, die werden wir brauchen. Okay. Können wir uns sogar noch einen Cheerleader... Komm, wir kaufen uns direkt von Anfang an den guten Onkel Ray als Cheerleader. Kann man leider nicht benennen. Alles klar. Fanfaktor kaufen wir uns nicht, das werden wir wahrscheinlich uns später erarbeiten. Okay. Finde ich auch ein bisschen irritierend, dass hier Abbrechen steht. Das ist immer so ein bisschen so, hier,
wir wollen das nicht, dass du weiterspielst. Gut, hier, das ist unser Team, hier hinten der Samur und der Frank. Kein Thema. Und die beiden, die ganze Truppe von Tiermenschen, die hoffentlich bald auflevelt. Und hier draußen ist gerade wieder die Hölle los. So, Team löschen wollen wir natürlich nicht. Wir gehen Club. Stadium is like a second home for a team. Ah, jetzt sind hier, können wir die Infrastrukturen gleich kaufen. Wir können Sponsor. Können wir hier einen Sponsor holen? Goblin Gambling. Zirkel der glücklichen Gelassenheit. Ach, das passt super für den Nordpol. So, ja, dann haben wir hier Statistiken, haben wir natürlich noch nichts. Chronik haben wir auch noch nichts. Spielerliste. Die haben sie hier irgendwie mit so Karten gemacht. Das finde ich auch schlechter als vorher. Vorher hatte man schön den Überblick, welche Fähigkeit er hatte. Jetzt haben wir hier die Fähigkeiten hier unten immer so Bildchen, die das repräsentieren. Aber das heißt, man muss sich auch noch merken, welches Bildchen für welche Fähigkeit steht. Das ist ein bisschen blöd gemacht. Aber im Chaos-Team halt am Anfang relativ simpel. Da haben alle nur Hörner und sonst keine Fähigkeiten. Okay. Zurück. Jetzt haben wir die Nordpol Chaos Squad. Jetzt können wir eine Liga auswählen. Wir spielen in einer Solo-Liga. Und wir wollen Pokal, Meisterschaft, Liga der alten Welt oder individuelle Liga. Wir spielen mal in der Liga der alten Welt. Diese Liga besteht aus 4 Rundenturnieren, Bronze, Silber, Gold und Platin, an denen jeweils 12 Teams teilnehmen. Nach der Registrierung wird zuerst in der Bronze-Division gespielt. Also ganz unten, am Ende der regulären Saison passiert zweierlei. Die beiden Top-Teams des Wettbewerbs steigen auf, die beiden Tabellenletzten steigen ab. Die 4 besten Teams jedes Wettbewerbs sind für den Mega-Cup qualifiziert, der zwischen 2 Saisons ausgetragen wird. Passiert super und erstellen wir. Du bist einem Wettbewerb beigetreten. Jawohl, sind wir. Okay. Hier, was diese Tickets sind, das weiß ich auch noch nicht so richtig. Das nächste Match spielen wir gegen die Blue Decimators, gegen Orks. Wir sind in der Bronze-Liga, in der Liga der alten Welt. Und jetzt könnten wir die Partie starten, aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Bis dahin, have fun, euer Koali. Tschüss.